Wir kontrollieren und ihr seht, jetzt habt ihr nur noch die Verknüpfung zum Hauptmodell. Servus, grüßt euch. Heute zeige ich euch, wie ihr im Fertigteilbereich die Teilbilder kopieren könnt, wo ihr dann die Schnitte und Bewehrung einfach anpassen könnt mit den neuen Schnitten. Dazu erstelle ich jetzt einfach ein komplett neues Projekt, das nenne ich Bewehrung kopieren. Ja, passt. Fertigstellen. Ihr seht, das ist ein komplett frisches, neues Projekt. Wir starten manuell die Bauwerkstruktur und sagen, hier ist unser Modell der Stütze. Und hier erstellen wir auch einfach ganz kurzerhand eine 0,5 auf 0,5er Stütze. 5 Meter hoch, wunderbar. Das bewähren wir jetzt im nächsten Teilbild. Das heißt, wir gehen hier rein und sagen, hier ist Stütze 1. Okay. Stütze 1, wir gehen hier rein. Ja, hier alles aktiv. Und wir können jetzt, ich gehe mal hier auf mein Subgrade zurück und erstelle hier einen Schnitt, eine Ansicht. Also ich fungiere mit einer Schnitt eine Ansicht. Ich schaue von unten nach oben drauf, setze die hier ab. Wenn ich es vielleicht wenigstens ein bisschen schön machen möchte, hier Rechtsklick, X fest, wunderbar. Und jetzt muss ich das Ganze noch bewähren. Dazu gehe ich in die Bibliothek. Genau, Standard, Python Parts, automatische Bewährung, Stütze. Keine drüberliegende Stütze, die Stütze wähle ich aus, erstellen, wunderbar. Jetzt habe ich das Ganze bewährt und jetzt möchte ich die nächste Stütze einfach anpassen, eine ähnliche. Wenn Chuck Norris in Russisch Roulette verliert, will er eine Revanche. Und jetzt möchte ich das Ganze kopieren, dann gehen die meisten wie folgt vor, gehen STRG A, STRG C oder dokumentübergreifend kopieren, geht auch. Und gehen dann in das nächste Teilbild rein, hier Stütze 2. Wir gehen hier rein, STRG ALT V und was sehen wir hier? Wenn wir jetzt hier auf den Schnitt gehen oder auf alle enthaltenen Schnitte, da sind ja nicht meistens nur einer drin, sondern mehrere Schnitte pro Konsole, pro Seitenansicht und so weiter und so fort. Und manchmal auch pro Schaltplan und Bewährungsplan gleich daneben abgesetzt. Und jetzt sehen wir hier die Verknüpfung der Teilbilder 1, 4 und 5. Die 4 müssten wir jetzt überall wegschmeißen. Wenn wir es irgendwo vergessen oder irgendwas falsch machen, dann entstehen Verknüpfungen, die nicht entstehen dürfen. Aus diesem Grund macht das bitte nicht so, kopiert das Ganze nicht so, sondern ihr könnt Teilbilder kopieren mit Rechtsklick. Hier kopieren, Rechtsklick, Rechtsklick einfügen. Und jetzt nennen wir das Ganze Stütze 3. Doppelklick. Wir kontrollieren. Und ihr seht, jetzt habt ihr nur noch die Verknüpfung zum Hauptmodell. Fertig, aus, et voilà. So kopiert ihr Bewährung in Fertigteilbau. Servus, ciao. Jetzt kommt ein neues, tolles Video gleich in der Endcard. Da bitte draufklicken. Und falls ihr jetzt keine Zeit mehr habt, dann abonniert. Dann vergesst ihr auch nicht, das nächste Video anzusehen. Servus, ciao, euer Peter.